Im beruflichen Schulzentrum beginnen wir mit der Neueinrichtung einer Lehrbrauerei für unsere Brauer und Melzer. Wir werden im Frühjahr diese Maßnahme abschließen. Bei unserem MGF-Gymnasium erweitern wir einen Fachklassentrakt immerhin mit einem Kostenaufwand von 2,6 Millionen. Auch dort werden wir im Frühjahr 2012 Einweihung feiern können. Im Hinblick auf die Familienfreundlichkeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist unser Landkreis Kulmbach stets vorausgegangen. Die Einrichtung von Ganztagsschulen, offen oder gebunden, in vielen unserer Schulen, auch in jenen Schulen, die in der Aufwandsträgerschaft unserer Städte und Gemeinden liegen. Wir sind enorm vorangekommen. Auch im Zuge der Umsetzung der Mittelschulreform haben wir ein gelungenes Projekt auf den Weg bringen können. Die Wirtschaftsschule am Standort Neuenmarkt-Würzberg, ein Pilotprojekt für ganz Oberfranken. Stolz und das zu Recht, wie ich meine, sind wir auf die Entwicklung bei unserem Klinikum Kulmbach. 1200 Mitarbeiter, 22.000 Patienten im abgelaufenen Jahr. Das sind Zahlen, die überzeugen und die uns das Gefühl geben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der 7. und 8. Bauabschnitt bei unserem Klinikum am Standort in Kulmbach, eine Erweiterung mit 3,5 bis 4 Millionen am Standort in Stadtsteinach, der in den letzten Wochen noch in Angriff genommen worden ist, das sind Erfolge, die sich sehen lassen können. Unser Klinikum Kulmbach, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist eine Vorzeigeeinrichtung. Dieses Klinikum besitzt eine Strahlkraft, die weit über unsere Region, über unseren Landkreis Kulmbach hinausreicht. Ein bedeutender Standardfaktor für einen Landkreis, für eine Region, sind die kulturellen Einrichtungen. Und da haben wir viel zu bieten. Da haben wir viel auf den Weg gebracht. Denken wir an unser Bäckerei- und Brauereimuseum, die museumspädagogische Schiene, die hier entwickelt worden ist. Ein tolles Projekt. Denken wir an unser deutsches Dampflokomotivmuseum, das größte Spezialmuseum in ganz Deutschland in diesem Bereich. Auch hier haben wir eine Millioneninvestition auf den Weg gebracht. Und auch hier werden wir unser DDM in den nächsten Jahren optimieren und für die Besucher nun wirklich attraktiv machen. Machen wir weiter mit Schloss Thurnau. Auch hier große Investitionen. Dieses überregionale Tagungszentrum, diese Zusammenarbeit mit der Universität Bayreuth am Standort Thurnau, es liegt mir ganz persönlich am Herzen. Und hier sind wir sehr, sehr weit vorangekommen. Genussregion Oberfranken, Bierland, auch hier haben wir große Erfolge erzielt. Und die Darstellung unserer Einzigartigkeit in puncto Kultur, Qualität und Vielfalt, das ist nicht nur ein Service für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern das ist auch Attraktivität für unsere Gäste. Wir haben im Energiebereich entscheidende Schritte unternommen. Da waren wir Vorreiter im Landkreis Kulmbach mit unserer Energieagentur Oberfranken. Die haben wir nicht nach Fukushima gegründet, sondern im Jahr 1998. Damals waren wir einsame Rufer in der Wüste. Heute, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben wir eine große Kooperation mit der Energieregion Nürnberg am Standort Kulmbach. Darauf sind wir stolz und das kann sich sehen lassen. Zeichen setzen kann
unser Landkreis auch in den Bereichen der Daseinsvorsorge. Denken wir an unsere Abfallwirtschaft. Seit dem Jahr 2000 haben wir die Müllgebühren um 30% senken können. Und für den neuen Kalkulationszeitraum, der am 1. Januar 2012 beginnt, werden wir noch einmal um 4% die Gebühren senken. Das ist eine beachtliche, eine beeindruckende Leistung. Natürlich gibt es auch Problemstellungen. Und da darf ein Thema nicht vergessen werden, das uns natürlich im Landkreis Kulmbach über das ganze Jahr 2011 verfolgt hat. Das ist das Thema neue Stimmkreiseinteilung für die Landtagswahlen. Da sind wir nicht zufrieden. Da wollen wir alles tun, damit wir diese Stimmkreiseinteilung noch verhindern können. Der Landtag hat beschlossen, der Landkreis Kulmbach hat Popularklage erhoben und wir hoffen auf eine günstige Entscheidung, wenngleich wir wissen, dass die Ausgangsposition sehr, sehr schwierig ist. Aber wir waren unseren Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet, letztendlich gegen diese rechtswidrige aus unserer Sicht und vor allem nicht sinnhafte Stimmkreiseinteilung zu widersprechen. Das haben wir als Verpflichtung empfunden. Eine gute Nachricht können wir in Sachen Umgehung für Untersteinach und Kauerndorf vermelden. Zu Recht haben sich die Bürgerinnen und Bürger von Kauerndorf und Untersteinach an alle übergeordneten Stellen gewandt, mit Demonstrationen, mit Initiativen, mit Briefen, um letztendlich auf diesen untragbaren Zustand hinzuweisen. Jetzt gibt es einen Silberstreif am Horizont. Wir hoffen und wir wollen, dass diese Baumaßnahme so schnell wie möglich begonnen wird und dass nicht nur das Baurecht immer wieder dargestellt wird, sondern dass eine Finanzierungszusage ganz klar und deutlich in den Raum gestellt wird und letztendlich auch umgesetzt wird. Das ist unsere Forderung und da steht der Landkreis seit vielen Jahren an der Seite unserer Untersteinacher und Kauerndorfer Bürger. Wir hoffen auf gute Ergebnisse im Jahr 2012. Ich darf ganz herzlich danken allen, die an den positiven Entwicklungen im Landkreis Kulmbach beteiligt waren. Ich danke dem Vorsitzenden des Bayerischen Gemeindetages und allen Damen und Herren Bürgermeistern in unserem Landkreis. Ich danke unserem Oberbürgermeister der Stadt Kulmbach. Mit der Stadt Kulmbach sind wir in vielfältiger Weise verbunden. Mit der Stadt Kulmbach haben wir bei vielen Einrichtungen eine gemeinsame Position. Der größte Dank gilt unseren Bürgerinnen und Bürgern. Sie sind es, die den Landkreis Kulmbach lebendig gestalten und für Zukunftsfähigkeit sorgen. Unsere Vereine, Verbände und Organisationen sind es, die letztendlich mit Initiativen Bürgern dafür sorgen, dass unser Landkreis Kulmbach in eine gute Zukunft gehen kann. Ich wünsche Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, eine frohe, eine gesegnete Weihnacht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Ruhe haben, im Kreise Ihrer Familie die Festtage schön und angenehm zu verbringen. Und ich wünsche Ihnen und uns allen im Landkreis Kulmbach ein gutes, ein gesundes und ein erfolgreiches Jahr 2012.